Willkommen, ihr Lieben, es ist wieder soweit, liebe deutsche WoW-Community. Nach langer, langer Zeit gibt es mal wieder ein Raid Talk, pünktlich bevor morgen 8.3 auf die Live-Server aufgespielt wird und in einer Woche die HC- bzw. NHC-ID des neuen Raides ansteht. Ich freue mich sehr, dass wir wieder eine tolle Truppe hier zusammengetrommelt haben und ich würde sagen, wir fangen an mit der Vorstellungsrunde, der obligatorischen, und ich gebe natürlich gerne an das Wort an die Person, die immer ganz oben in der Liste steht, an den lieben Deep Shades. Immer on top. Ja, ich meine, die meisten kennen mich ja. Fabo, aka Deep Shades, der Hexenmeister bei Mephit und ein bekannter Gast hier in der Show. Gerne du, Herb, dich werden wahrscheinlich die wenigsten kennen. Ja, bin ja neu so gesehen. Ich bin bei Untitled Spreadsheet. Ja, bin hier seit einer kürzeren Zeit offi, ich glaube 2-3 Monate so ungefähr, und habe halt die Chance ergriffen, hier mal hinzukommen. Mehr oder weniger wurde ich genötigt. Und ja. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Gerade Untitled Spreadsheet hat mir schon länger nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal war in Legion, da war Howex mal da. Von daher freue ich mich sehr, dass wir mal jemanden wieder von Untitled Spreadsheet dabei haben. Ja. Der nächste der Liste wärst du, Lennix. Ich? Ja. Ja, moin, moin. Ich bin hier Lennix. Ich bin ein bisschen krank tatsächlich. Und ich bin hier, glaube ich, der Guildlead von Znafu. Wenn ich das, ich muss gleich nochmal nachschauen, aber ich glaube, das bin ich. Klingt gut. Ja, ich bin der Nex, bin der Gildenleiter von Aversion. Spiele jetzt wieder Eule. Und ich denke, ihr kennt mich auch durch die letzten Raytalks und das MDI. Und ja, sollte soweit alles klar sein. Ja, ich bin der Senfi, ich bin Gilden- und Raidleiter von Northern Sky. Zweitbesten deutschen Gilde, by the way. ja, ich spiele auch Eule. Beste Klasse. Hat Nex jetzt auch wieder verstanden. Und ja. Das war's. Eine Tyrod, ich spiele Rogue Manor on Sky, Offi, und ja, heiße euch alle herzlich willkommen. Ja, sehr schön. Gut, haben wir ja eine muntere Runde wieder beieinander. Erste Frage so, wie haben euch die Bosse auf dem PTR gefallen? So ein bisschen die Einschätzung. Fangen wir gerne mit Deep Shades an. Was hast du uns zu berichten vom PTR? In Ordnung. Ich meine, ein Dorf konnte man ja nicht wirklich testen, würde ich sagen. Und da haben sie auch noch mal ein bisschen was geändert. Sah aber sehr unspektakulär aus, zumindest auf dem PTR. Der zweitletzte war ganz okay, also die andere Form von N'Zoth. Der hat eigentlich relativ viel Spaß gemacht und ist auch sehr einzigartig. Außerhalb davon, ich bin eigentlich so ein großer Fan, dass halt die alten Boss recycelt werden, also sowas wie Ilginov, Raden. Raden sah zumindest interessant aus, Ilginov eher nicht so. Vexiona war ganz cool. Dann der Boss mit den Tentakeln eher nicht. Also, meh. Gibt bessere Raids, aber gab auch schlechtere. Zumindest auf dem PTR. Wie gefällt dir die Anzahl der Bosse? 12 ist ja doch wieder ein ordentliches Stück. Generell, glaube ich, sehr gut. Also, ich mag eher größere Raids wie Siege of Orgrimmar und Throne of Thunder. Aber ich bin halt ein bisschen ängstlich, dass es dann so wird wie Antorus, wo dann 10 oder 11 Bosse Loser sind und dann hast du nur einen starken Boss wie Argus. Von daher, Quantität ist halt nicht immer Qualität. Also nur weil es viele Bosse sind, heißt es halt nicht, dass der Raid dann unbedingt länger dauert. Ja, gerne machen wir mit Herb weiter. Habt ihr mit Anteil bestimmt auch PTR-Erfahrung gesammelt? Wie war es für dich persönlich? Ja, da muss ich dich leider enttäuschen. Wir haben in der Tat keinen PTR-Test gemacht. Rex. Upsi. Also wir haben absolut null gemacht. Also wir haben es auch noch nie required. Das ist alles optional bei uns. Und den Größteil, was PTR-Tests angeht, natürlich den Großen zugeschaut, klar. So wie man es halt in der Regel mehr oder weniger macht. Okay, kurz und knackig. Lennix, wie sah es bei Snuffo aus? Habt ihr ein bisschen was testen können? Wie war so dein Eindruck? Wir haben alles gesehen. Wir haben, glaube ich, tatsächlich echt alles gemacht, weil es immer gut, ganz gut gelegen hat. Aber ich bin da so ein bisschen bei Fabo, dass
Ensof halt irgendwie nicht so geil aussieht. Und ich bin auch absolut kein Fan von Bossen, wo man nicht actually den Boss fightet, sondern halt irgendwelche Ads. Das ist irgendwie macht, das war bei Ashara schon nicht so geil. Und für einen Endboss ist das irgendwie nicht so cool. Ansonsten ist der Rest vom Raid, ja, also vorletzte sieht auch tatsächlich interessanter aus als der letzte. Und die Bosse davor, da gibt es ein, zwei coole, dass wenn die ganz gut getuned sind, die würden, glaube ich, ganz cool sein, aber in Ordnung fasst es, glaube ich, schon ganz gut zusammen. Sind ein paar, tatsächlich, paar Bosse dabei, wo man sich tatsächlich echt auf den Kopf haut. Bisschen komisch, was da abgeht. Ich glaube, das war's von mir aus. Okay. Ja, Nex, natürlich deine Meinung sehr interessant. Ne? Wir werden da später noch drauf zu sprechen kommen, was Aversion alles vorhat in diesem Content. Aber sag du, wie du es empfunden hast vom PTR? Ja, also ich habe eine ähnliche Befürchtung wie Fabo, dass es halt sehr schnell zu den hinteren Bossen geht. Das ist ja so aufgebaut, dass du nach den ersten drei Bossen, glaube ich, hast du dann drei Wings, in die du gehen kannst und die haben jeweils einen Endboss. Und effektiv würde ich sagen, wir haben fünf härtere Bosse. Ich glaube, dass die gut koordinierten Gilden innerhalb von zwei Tagen bei den letzten beiden stehen werden. Und dann ist halt die Frage, wie hart ist es getuned, weil es ja auch dann nochmal 10 Item-Level raufgeht. Das heißt, da könnte schon eine Wall sein. So von den Bossen her fand ich eigentlich alle Bosse ganz okay. Der vorletzte hat mir sehr gut gefallen und ja, der letzte, da stimme ich den Jungs zu, ne, der ist halt schon nicht so spannend. Da gibt's jetzt eine komplette Mythic-Only-Phase, wo man nicht weiß, was abgeht, es wird nicht Starter meint. Man weiß nicht, ob der Boss das überlebt, ob es einen anderen Mob gibt, wie bei Gul'dan, wo dann die Illidan-Phase kam. Also, ich meine, das glaube ich fürs Zuschauen ziemlich cool, wenn dann die Mythic-Only-Phase kommt, zum Vorbereiten halt super shit, weil man weiß halt nicht, was gut sein wird. Im Moment sieht's halt sehr einseitig aus, was die Klassen angeht, welche gut sein werden, aber all in all finde ich es ganz cool, aber ja, der letzte Boss ist halt eine Wundertüte und bis jetzt nicht so spannend. Okay, Klassen kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf für zu sprechen. Gerne noch Senfi und Tyra. Wie war es bei euch? Konntet ihr alle Bosse testen? Habt ihr alle Bosse getestet? Und wie war so der Eindruck? Also, wir haben alle Bosse gesehen. Den Test haben wir aber nicht mitgemacht. Aber bei uns ist halt einfach Pflicht, jeder PTR-Test ist halt Pflicht, wenn die Raids halt fällt. Und es waren halt donnerstags relativ wenige. Die meisten waren ja freitags und samstags. Aber wir haben uns wirklich diesen Content wirklich sehr viel angeschaut, sogar fast alles. Und eigentlich auch, ja, nicht. Also einmal sieht es halt, der Raids, finde ich, sieht ultra geil aus von innen, muss ich sagen. Aber die Bosse teilweise, ja. Es gibt ein paar Bosse, die sich ganz cool anfühlen, aber dieses Recycelte, ja, da bin ich noch nicht so der Fan von. Muss mal gucken. Aber ja, gerade Carapace, also vorletzter Boss, sehr interessant aus, finde ich. Endzot kann man halt, wie jetzt die anderen schon gesagt haben, doch wenig zu sagen. Muss man schauen. Kann man dann im Laufe sehen. Ansonsten hoffe ich halt, dass, ich meine, für uns ist es immer gut, wenn irgendein Blocker in der Mitte irgendwo rumhängt, ein Boss. Dadurch, dass wir halt dann relativ wenig raiden. Und das wäre dann perfekt. Dann können wir relativ viel im Plus farmen. Dann halt aufzuschließen zu den Gilden, die dann wirklich durchpushen. Glaubst du, Senfi, dass es da so ein Lady Ashen Vale Boss geben könnte? Also hat da irgendeiner ein Potenzial für dich davon? Weil das war ja, sag ich mal, im letzten Raid der Boss, der viel Probleme bereitet hat. Also ein reiner DPS-Check könnte eventuell der Hund werden, aber muss man halt auch abwarten. Das ist ein relativ early Shada, glaube ich, heißt der Hund. Ja, ne? kann sein. Ich weiß den Namen nicht, aber ja, könnte sein. Könnte, aber muss man abwarten. Also dadurch, dass man den ja auch noch nicht fix machen muss, da kann man ja auch noch, der ist ja dann auch im Wing, weil ich weiß. Ja, müsste. Ich habe jetzt, kann ich nicht nachschauen, aber ich glaube schon. Ja, du hast recht, ja. Ja. Kann man halt schauen, ob man den halt erst später macht, weil er halt ein krasser DPS-Check ist, whatever. Wird man dann sehen. Das kann man jetzt schwer vorhersagen. Ja, Tyra, du als Schurke, als Melee, wie war so dein Eindruck vom PTR? Ja, ich habe jetzt nicht so viele Bosse mitgemacht, weil zum Glück nicht viel auf die Raid-Set gefallen sind, aber na, ich würde sagen, Tyra ist lecker. Ich würde sagen, ja, es wird halt schwierig. Ich denke, ab mit dem Ilginot, so Ilginot Raden, geht's so los, denke ich mal, wo es dann ein bisschen anspruchsvoller wird.
Die Bosse davor, der Fußballboss, weiß ich actually nicht, wie die das jetzt gefixt bekommen mit der Hitbox. Ich glaube, die Hitbox war ein bisschen buggy von dem Ball. Das heißt, kann sich so vorstellen, dass auf Mythic dann Leute einmalig kicken müssen. Und also jeder, also ich glaube, fast jeder muss kicken. Und wenn der Ball dann nicht ins Tor geht, sozusagen, dann, also nicht genau ins Tor geht, ist ein bisschen Vibe. Also ist ein bisschen Buggefahr, sag ich mal. Haben halt wieder neue Mechaniken reingebracht, die ausprobieren wollen. Zweite Boss hat, glaube ich, auch eine Mechanik, war die zweite, ne, mit den Ads, wo ein Ad immer gleich ist, was man dann damagen muss. Also die haben halt relativ viele Mechaniken reingebracht, die neu sind, also ein paar reingebracht, die neu sind, aber die kommen alle relativ früh und ich denke, da wird nicht, bei 12 Bossen wird da nicht viel, ja, wird da nicht viel im Weg stehen und die hinteren Bosse, wird ja schon alles so gesagt. Ihr habt alle so ein bisschen Carapace of Ansoth. Das ist der vorletzte, den man auch nicht irgendwie auslassen kann, sondern wenn man zum Endboss will, muss man ihn machen. Bei den anderen, das sind ja so ein bisschen in, wenn ich es richtig verstanden habe, 3 bzw. 4 Wings aufgeteilt. Mhm. Was ist für euch so da die erste Schwierigkeit? Ich weiß, er wurde auf Mystic nicht getestet. Was ist, glaubt ihr daran, dass das so der erste, ja, wirklich schwerere Boss werden könnte? Warum? Also die hinteren beiden Bosse funktionieren so ein bisschen wie einer. Wir sehen ja auch hier jetzt gerade das Bild im Stream und basically ist der Fight, wo du mit Carapace anfängst, davor und du rennst in dem Fight in den Old God quasi hinein. Und die Schwierigkeit bei Carapace wird sein, dass das am Ende halt ein extremes Race wird. Also die beide letzten Bosse sind so Sanity-themed, das heißt, je länger der Fight dauert, desto mehr Sanity sollte man verlieren. Und du racest so ein bisschen gegen die Clock, dass du den Boss halt tötest, bevor der Raid insane geht und du halt quasi mind-controlled bist. Und der wird wahrscheinlich sehr, sehr viel HP haben. Und die letzte Phase wird ziemlich lange dauern. Und die haben halt natürlich noch ein paar nette Effekte eingebaut, dass das auch nicht allzu einfach ist, dann da zu überleben. Von daher weiß ich nicht, also kommt halt extrem aufs Tuning an, aber so wie es ausschaut, wird der schon böse werden. Pabo, was nachdem Nex das jetzt so ein bisschen erläutert hat, was so die Schwierigkeit bei dem Boss ist, was glaubst du, natürlich Messed wird so wieder als Top-Favorit wie jedes Race reingehen, was glaubt ihr oder glaubst du, wie lange werdet ihr brauchen für die Bosse? Bist du der Meinung, dass das vielleicht wirklich so wieder in Atoros sein könnte, dass am ersten oder am zweiten Tag 10 Bosse fallen und dann hängt man 3-4 Tage bei den letzteren? Was ist so deine Einschätzung? Ich glaube, Next hat es ja gesagt, dass wir so nach die koordinierteren Gilden so nach 2 Tagen bei Carapace schon da sein werden. 2 Tage ist vielleicht ein bisschen sehr motiviert. Ich weiß nicht, Raden könnte halt schon was länger dauern und vielleicht auch Vexiona, der sah eigentlich auch relativ brutal aus. Aber jetzt so zur Carapace zu kommen, denke ich schon, ja, nach so 3-4 Tagen sind wir da spätestens oder sollten wir spätestens sein. Und generell den Raid zu clearen, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir. Also so wie das zweite Wochenende, also das Wochenende in der zweiten Mythic ID. Also so circa 10 Tage. Also es würde mich wundern, dass wir den Raid in der ersten Woche clearen würden. Oder schon so schnell wie Antorus nach dem 8. Tag. Also es wäre schon eine große Überraschung, einfach wie die Bosse getuned sind oder halt auch Mechaniken. Antorus war da glaube ich doch schon sehr leicht, einfach vor allem, weil Tomb of Sargeras so hart war davor. Mit den Mechaniken und Blizzard nicht noch einen zweiten Kil'jaeden brettern wollte. Ja, das hatten sie ja damals gesagt, dass sie nie wieder einen Boss so schwer machen wollen würden wie Kil'jaeden und dann kam, wie heißt der zwei Mann? Onat. Ja, dann kam er noch dazu, also so ganz haben sie sich da nicht dran gehalten, was sie da machen wollten. Aber ja, aber ich meine, 10 Tage, ich glaube, das wäre so etwas, womit wir alle so ein bisschen leben könnten. Erste Woche ist immer so ein bisschen, glaube ich, frustrierend, gerade für den letzten Content des Addons, ne, den man ja etwas länger beraden wird, bis wir wahrscheinlich dann, wenn sich Blizzard an ihre Vorgaben hält, August, September mit Shadowlands rechnen können. Gut, Senfi, wie sieht das bei dir aus? Was ist so der Key-Fact dieser Instanz im Sinne von, hattest du eben schon so ein bisschen erläutert, ihr hattet halt im letzten Raid, Glück will ich nicht nennen, aber ihr hattet halt den Vorteil, dass halt Ashenvale so ein bisschen der Blocker war
und danach die Bosse halt doch alle ein Stückchen härter waren und so konntet ihr halt mit was weniger Raids halt besser aufschließen. Ist das auch wieder so deine, in Anführungszeichen, Hoffnung, dass ihr wieder, sag ich mal, so in die Top 20 vielleicht reinrutschen könntet? Ja, definitiv, ja. Ich meine, wenn realistisch es keinen krassen Blocker gibt, dann wird es schwer, da komplett mitzuhalten mit den Gilden, die 7 Tage raiden. Das ist schwer, definitiv. Wir hatten jetzt mit Abstand unser bestes Ranking, diesen Content. Man will sich immer verbessern, definitiv. Wir haben letzten Content nicht perfekt gespielt. Das ist bei jeder Gilde so, denke ich. Und deswegen muss man halt schauen, ja. Es ist schwierig vorher zu sagen, genau letztendlich dann abläuft und wie gut wir am Ende dastehen. Ich hoffe natürlich das Beste, dass wir dann wieder im Top 20 Bereich dastehen. Unser Kader gibt es definitiv her. Wir haben kaum Leute verloren. Wir haben sehr gute Leute dazu bekommen. Wenig Negatives, ja, bei uns. Einzige Negative war halt, dass wir unseren Main Tank verloren haben. Positive war halt, dass Relo jetzt tankt. Ja, ist jetzt nicht so schlimm, ja. Ich möchte das dem armen Jerome nicht sagen, du tankst, der wollte ja nie wieder, wollte ja lieber heilen. Wen hattet ihr verloren als Main Tank? Fauna, also Vairala. Okay. Aber gut, ich glaube, mit Jerome seid ihr da wieder sehr gut aufgestellt. Ja, ich denke, wir haben da, also gerade auf der Tank-Position haben wir keinen schlechteren Spieler jetzt auf der gleichen Position. Das ist definitiv kein Verlust gewesen. Also, es war ein Verlust, definitiv. Es war ein Verlust, weil Redo halt einen anderen Slot einnehmen kann, aber wir verlieren allein auf der Tank-Position jetzt keinen. Wir wissen, wie du es meinst, ja. Auf jeden Fall. Dass halt die Position qualitativ gleichwertig ersetzt wird. Genau. Tyra, du bist ja das kleine Übergang, großer Tank-Freund, hast ja immer eine sehr klare Meinung zu dem Kader, zu dem Setup Top 20 drin, sei ehrlich. Kommt auf den Content an. Ich kann es nicht sagen. Wenn Messer nach einem Tag oder nach zwei Tagen schon beim Endpush steht, dann oder beim vorletzten, dann wird es schwer. Wie motiviert bist du denn? Weil ich weiß ja, dass du halt. Oh ja, ich meine es nicht böse oder so, aber du bist jemand, der halt ziemlich pumpen und ziemlich. Also für mich, ich kenne dich ja schon was länger, kannst du gut Leute motivieren, wenn du richtig Bock hast. Wie sieht es im Moment aus bei dir? Apache muss ganz dringend los hier, ne? Nee, ist schon, klar. Also jetzt wird mir schon langsam heiß, ne? Aber das mit dem Motivieren und so, überlasse ich eigentlich anderen. Also, ich bin da ja der Peon, ne? ich pump einfach. Ja, Lenny, wie sieht's bei Snafu aus? Ihr habt ja mehr oder weniger alles schon mal so durchgehabt. Platz 4, Platz 5, Platz 3, Platz 2, alles war so mal vertreten. Wie sieht's bei Snafu aus? Da hat man ja eigentlich immer so, weil man hört wenig, so ein bisschen wie Hope and Despair. Wie sieht es bei dir aus? Bist du glücklich mit dem Setup, was ihr zur Verfügung habt? Und was sind so deine Erwartungen an den Content? Schwierig zu sagen, also zufrieden mit dem Setup, ja. Man hat natürlich ganz normal Leute, die gehen, Leute, die kommen, aber in der Regel war es eigentlich ähnlich wie bei Senfi auch, dass wir nur Leute bekommen haben, wo man gesagt hat, yo, das ist cool, und auch dann nur Leute verloren haben, wo man letztendlich sagt, hey, das war vielleicht besser so, oder, ne, also auch gerade in der Tank-Position. Hab ich nicht gesagt. Ja, okay, aber... Ich hab's jetzt gesagt. Auch bei uns, bei den Tanks, haben wir auch was geändert. Wir waren vorher relativ unzufrieden und das hat uns auch im letzten Content ein bisschen den Kopf gekostet. Aber wir haben jetzt tatsächlich eine Lösung gefunden, die sehr vielversprechend für uns ist, weil jetzt bei uns jemand quasi den Tank macht, der schon Ewigkeiten bei uns spielt und wir zwei Tanks jetzt haben, die schon jetzt mehrere Jahre bei uns sind. Das bedeutet halt für uns halt, dass wir uns eigentlich keinen Kopf machen müssen, was Tanks angeht, weil Tanks halt immer so eine Sache sind, ne? Weiß jeder von uns. Aber Ziele, also du sagst ja selber, wir haben alles schon durch und ich glaube auch, dass also das war jetzt nicht negativ gemeint, also nur ihr hattet wirklich jede Position in der Top 5. Ne, ich finde das eigentlich was Positives, ich finde das ziemlich cool eigentlich. Ja. Nicht, dass es negativ aufpasst. Nee, ich überhaupt nicht, so ein Spiel. Also für uns, wir wollen weniger raiden, also wir haben den Fehler gemacht, wir haben, ich glaube in Tomb haben wir das erste Mal nur 5 Tage geradet und dann haben wir Antorus gar nicht geradet und dann sind wir irgendwie auf die geisteskranke Idee gekommen, weil wir so übermotiviert waren, dass wir wieder mehr raiden wollen. Aber mehr raiden
Das weiß jeder von uns auch. Mehr Raiden funktioniert halt leider auch nur, wenn die Leute halt außerhalb vom Raid auch tatsächlich die Arbeit machen, die sie außerhalb vom Raid machen müssen. Also es ist halt immer ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir uns jetzt, weil wir das Addon jetzt, das ganze Addon haben wir das gemacht, außer ich glaube Uldia, also die letzten zwei Contents haben wir erste Woche mehr geradet. Oder generell mehr. Und haben uns jetzt entschieden, dass wir weniger raiden wollen, weil jetzt einfach, also weil man halt merkt und sieht, dass woran es scheitert quasi. Also bei uns ist es echt so, dass wir bei irgendeinem Boss stuck sind auf einmal, weil das ist so ein ganz normaler Lauf. Also man weiß schon eigentlich vorher, wenn wir jetzt nochmal wieder mehr raiden würden, würde ich jetzt schon callen können, bei welchem Boss wir mehr oder weniger stuck wären. Und deswegen ist schon, ich bin ganz, ganz, ganz happy, dass wir uns entschieden haben, weniger zu raiden, weil auch wenn ich gerne viel spiele, aber das ist, glaube ich, besser für jeden. Deswegen, ja, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber ich bin tatsächlich relativ zufrieden, ja. Cool. Ja, Herb, wie sieht's bei euch aus? Was sind so eure Erwartungen? Untitled ist ja auch immer konstant vorne mit dabei. Lassen wir jetzt mal Platz 1 außen vor, weil Aversion und so, aber habt ihr da irgendwie was besprochen? Was sind eure Ziele? Habt ihr richtig Bock? Wie viel wollt ihr raiden? So? Also musste erstmal von Crucible auf Eternal Palace ein bisschen umstrukturieren. Wir haben viele Leute verloren, also sehr, sehr viele. Waren 3 Warlocks, eine Heiler, den Main Tank. Demnach mussten wir Eternal Palace so gesehen mit einem Ersatztank spielen. Und unser Raid Lead war halt auch nicht da, dadurch sind wir ein bisschen abgerutscht im Ranking. Raid Lead ist bei euch Hauex? Ja, genau, der war den ganzen Progress nicht da. Da haben wir dann provisorisch was auf die Beine gestellt und sind halt jetzt auf 58 rausgekommen. Mit 5 Tagen bis Clear. Und wir haben jetzt die Raid-Zeiten runtergeschraubt, auf Hoffnung, dass wir einfach ein bisschen mehr Vorbereitung rankriegen. Und ja, was wir anstreben, ist natürlich immer wieder das Gleiche, um die 50 oder halt diesmal besser ein bisschen mehr Vorbereitung jetzt. Und wir haben halt auch jetzt nach Eternal Palace auch nochmal Leute verloren, Termex zum Beispiel an Aversion, wir haben Isaiah, Northern Sky, dann mussten wir sehr viel nachholen und der Kader sieht bis jetzt sehr gut aus, ja. Also wir streben Richtung 40 an, irgendwo dort 40, ja. Ist, wenn man sich halt so die letzten Platzierungen, natürlich klar, wenn du sagst, ihr habt viel Umstrukturierung gehabt, viel verloren, viel nachrekrutieren, ne, es ist immer ein bisschen Unruhe dann im Kader auch drin, Leute müssen sich so ein bisschen einspielen, aber ansonsten Bell, BOD hattet ihr, glaube ich, 42 gemacht, Uldir 58, Crucible, gut, wie man das jetzt rechnen möchte, halt 40, also ich finde schon, dass ihr da Möglichkeiten habt, da auf jeden Fall wieder mitzumischen. Ja, das Beste habe ich mir jetzt so ein bisschen für zum Schluss aufgehoben. Ich meine, mit Deep Chats muss ich nicht reden, zählt nur die Raute. 1, sonst nichts. Oder, Fabo? Ja, können wir so stehen. Ich meine, wir versuchen natürlich die Top 20 zu machen. Aber man weiß es ja nicht. Ich wollte dich nur nicht übergehen, nicht, dass du das denkst. Ja, Nex. Das wird ja wahrscheinlich so das interessanteste Projekt werden, was wir jetzt hier sehen werden. Ihr werdet zum ersten Mal zumindest die erste ID, die ersten 5 Tage komplett durchraiden. Daytime, also wirklich morgens 9 Uhr rein und dann bis 1, 2 Uhr wird durchgeballert. Du hast selber natürlich wahrscheinlich dann recht hohe Erwartungen an das Ganze. Ihr wart jetzt beim letzten Mal, hattet ihr ein paar richtig starke Kills dabei in The Eternal Palace, unter anderem Orgozoa und The Queen's Court World 4. Hatten wir schon lange nicht mehr in Deutschland. Ich lasse jetzt mal Crucible of the Storm ein bisschen außen vor. So gute World Rankings. Hinten raus, klar, da hat euch so ein bisschen, sage ich mal, die Zeit gefehlt, im Sinne von, dass ihr halt dann abends noch geradet habt. Diesmal aber soll alles anders werden. Möchtest du ein wenig uns einweihen, was ihr so vorhabt mit Aversion? Ja, also erstmal muss ich sagen, ist mir ein bisschen unangenehm. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich von allen 3 anderen deutschen Gilden, die gerade hier im TS sind, einen Spieler gerankt habe. I'm sorry, boys. Ja, also was das angeht, was wir geplant haben, wir sind natürlich, wer es noch nicht mitbekommen hat, bei Take TV im Studio zusammen mit der Method und wir sind da auch mit 5 Spielern. Das heißt, das ist natürlich für uns auch eine komplett neue Erfahrung. Das kann
Fabo jetzt am besten sagen, es ist halt ja nicht so easy wie zu Hause raiden, ne, wo man dann noch nicht mal unbedingt duschen gehen muss, wenn man Daytime raidet. Man muss immer adrett gekleidet sein. Muss man im Moment auch nicht. Okay. ja, wie gesagt, wir haben uns halt überlegt, beziehungsweise auch ich, weil sich das halt auch in die Richtung entwickelt hat, dass wir diese Möglichkeit kriegen, im Studio zu spielen, ob wir es nicht einfach mal probieren wollen, 5 Tage Daytime zu raiden. Weil bei uns hat es noch nie jemand gemacht. Wir raiden mit dem Kern der Gilde jetzt schon sehr lange zusammen. Es ist eine ähnliche Situation wie bei Northern Sky. Eigentlich kaum Abgänge, Zugänge, die den Kader halt noch verstärkt haben. Und ja, die Option für uns war halt, dass die 10, die arbeiten gehen, sich für die 3 Tage Urlaub nehmen, weil sonst könnten wir das eh nicht machen. Und dass wir von Mittwoch bis Sonntag Day raiden. Das heißt, ja, 9 Uhr morgens geht's rein und dann bis 1 Uhr nachts. Und dann müssen wir gucken, dass wir genug Pausen haben, das Sleep Schedule nicht zu sehr strapazieren, weil es auch kacke, wenn du nur 6 Stunden schläfst und dann nicht konzentriert bist. Klar habe ich hohe Erwartungen, aber dadurch, dass die Situation so komplett neu ist, ja, müssen wir halt auch wirklich vorsichtig sein. Also, ich habe das auch bei mir auf dem Stream schon ein paar Mal gesagt, es ist schon so, dass Top 5 auf jeden Fall ein Ziel sein kann, aber es kann auch 6 oder 7 sein, es kann aber auch eventuell, wenn es super gut läuft, 4 oder 3 sein, keine Ahnung. Aber die ersten 3 sind halt schon eigentlich sehr unrealistisch, weil Method und Limit und auch die chinesische Gilde JTH, vielleicht auch noch Alpha, schon in einer anderen Liga spielen. Auch alleine zeitentechnisch, weil ab Tag 6 raiden wir noch ein Drittel von denen. Und ob wir dann am zweiten Wochenende halt so close sind, dass wir killen können, I don't know. Also Method erwarte ich irgendwie so Richtung Anfang zweiter ID bis so Wochenende. Und ich hoffe halt, dass wir am Wochenende das auch hinkriegen. Aber ja, es ist halt ein Riesenprojekt, was jetzt gestartet ist mit der deutschen Übertragung hier auf dem Kanal. Mit uns im Studio, mit allen Erscheinungen, die halt dann dazugehören, die auch mir halt mehr Zeit nehmen, als ich sonst immer hatte, um sie in den Patch zu stecken. Das funktioniert halt auch nur, weil meine anderen 3 Officer halt viel Arbeit übernehmen. Ja, ob sich das jetzt positiv oder negativ auswirkt, weiß ich nicht, weil im Moment kommt es mir so vor, als wäre es ein extremer Hype, auf dem wir gerade, oder eine Hypewelle, auf der wir gerade schwimmen, aber beim letzten Mal ist uns halt bei Sakul so ein bisschen der Atem ausgegangen. Er hat nicht so gut performt, wie ich das gerne hätte. Jetzt muss ich für mich persönlich aufpassen, dass ich nicht überdrehe, weil ich sehr ehrgeizig bin und ich darf es dann auch nicht mit den Jungs übertreiben, weil das ist halt auch so. Das hat man bei Fabo zum Beispiel bei Uun hat auch gesehen. Irgendwann, wenn du nicht mehr konzentriert bist und die Tries reinknallst, weil du halt noch Zeit hast, dann musst du halt wirklich aufpassen, dass sich das halt alles verhält. Und wenn man über 5 Tage, 14 Stunden zusammen raidet, jo, dann wird das schon anstrengend. Und ich glaube, das ist für uns als Gilde nochmal eine neue Stufe. Ich glaube, dass wir halt eine riesen Chance haben und dass das eine ziemlich geile Sache ist mit dem Studio, aber ja, wie sich das jetzt auswirkt, kann ich nicht sagen. Es kann so und so laufen, aber ich glaube, wir haben die Rahmenbedingungen gegeben mit 6 Splitrates und der Preparation, die wir gemacht haben. Ja, jetzt müssen wir nur noch gut spielen. Habt ihr euch schon, ich weiß ja, dass du sehr akribisch planst und arbeitest, habt ihr euch schon Gedanken gemacht bezüglich Ruhephasen und so? Ich glaube gerade, wenn man halt noch nie wirklich 16 Stunden geradet hat. Ich habe das zum Beispiel in MOP gemacht damals mit bei Wii. Deep Shades macht das ja regelmäßig, ne, um einfach mal so ein bisschen was zu sagen. Habt ihr das schon so ein bisschen durchgetaktet bezüglich Pausen? Ich weiß zum Beispiel, bei Method hat sich das über die Jahre immer sehr viel geändert. Das wird immer sehr, kann Fabian gerne gleich auch was zu sagen, wird immer sehr intensiv mit den Leuten auch besprochen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass halt in Blackhand Endboss, wie hieß der Content noch? BlackRock Foundry. BlackRock Foundry, genau. Da war ja damals, glaube ich, Quincy im Raid Talk. Der hatte halt gesagt, dass es bei ihnen am Anfang des Add-ons in WoD in Heimer und so sehr chaotisch war, dass sie wenig Pausen gemacht haben, wirklich fast nur durchgeratet haben und dass es einfach zu krass war, einfach in 16 Stunden insgesamt eine Dreiviertelstunde Pause zu haben, overall gesehen, und dass sie da halt die Pausen dann zum Beispiel in BlackRock Foundry angepasst haben, was mehr Pausen gemacht haben, auch dass es der Konzentration geholfen hat. Wie ist da so euer Gameplan, Nex, wenn du das sagen möchtest? Ja, also das ist halt auch ein Riesenpunkt, den wir halt angesprochen haben, dass wir halt das nicht übertreiben mit Uptime, weil
Das meiste, was wir so an den Tagen gemacht haben, war von 14 Uhr bis 23 Uhr und danach bist du halt schon echt krass geschlaucht und ja, wir wollen auf jeden Fall halt ordentlich Pausen machen, ja, halt, dass die Jungs genug essen, dass die auch mal wieder einen Kopf frisch kriegen. So, wenn wir jetzt sagen, wir raiden von 9 an bis 1 Uhr, dann sind es so 14 Stunden. Ich weiß nicht, wie viel wir davon Pause machen. Ich würde mal tippen zwischen 2,5 bis 4. Eher Richtung 4 gehend, weil, weiß ich nicht. Tendenziell haben wir immer eine Stunde Pause gemacht, wenn wir so einen 14 Uhr bis 23 Uhr Tag hatten. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass wir jetzt halt größere Pausen machen. Und wie viel, kann ich dir nicht sagen. Das haben wir auch gesagt, dass wir es einfach im Progress checken wollen, wie viel wir brauchen. Was gut ist, was schlecht ist, was wir jetzt halt auch lernen müssen. Wir können jetzt nicht mehr nebenher den Method-Stream gucken, wie machen die das denn? Und in der Downtime die Week auch umpreparen. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt bei Method, wo Scribe dann einfach die Handbremse zieht und sagt, okay, wir machen jetzt keinen Pull, bis die Week auch funktioniert. Und da müssen wir halt auch gucken, wie es funktioniert. Weil klar haben wir alles prepared und haben geguckt, okay, wo könnten wir was brauchen? Richtung Raden, die Einteilung oder Iginoth, was auch immer man da halt in petto haben muss, aber ja, wenn ein Endboss eine Mythic Only Face hat, dann weißt du eh schon nicht, was abgeht. Die letzten beiden wurden nicht auf Mythic getestet. Von daher müssen wir gucken, wie das halt funktioniert. Ich glaube, dass wir alle das Mindset dafür haben, dass es funktionieren kann und keiner sagt, dass man mit dem Kopf durch die Wand sollte. Aber jetzt eine effektive Zahl habe ich nicht, aber das, was Quincy gesagt hat, kann ich durchaus verstehen, dass du nicht bei 13 Stunden Raid 12 Stunden davon effektiv den Boss pulst, ne? Das ist schon ein Wahnsinn. Ja. Danke für die Insights. Deep, wie sieht das bei euch aus? Ich habe ja so ein bisschen mit Scribe noch geredet. Ich habe auch gesehen, ihr habt wieder ein Discord aufgemacht. Wie viele HC-Splits stehen bei euch an? Beim letzten Mal hatten wir doch irgendwie über 40 oder sowas geredet. Korrigiere mich, wenn ich jetzt Quatsch rede, aber es war eine Menge, oder? Ich glaube, du meinst 40 Helfer. Splits sind, glaube ich, wieder 8. Scribe müsste mich dann verbessern, aber ich glaube, es sind 8 Splits. Dreimal Cloth, dreimal Leather, einmal Mail, einmal Plate. Wieso? Und bitte? Achso, sorry, ich hatte ja kurz. Ja, also 8 insgesamt. Wahrscheinlich. Und dafür brauchen halt wir wieder Helfer. Und das sind dann halt um den Dreh so viele. Wegen der Pausen, die wir angesprochen hatten, ist halt mittlerweile so, seit Scribe den Leader übernommen hat, wir wollen halt unbedingt 8 oder 9 Stunden Schlaf mindestens. Leute kriegen immer ihre längere Essenspause, damit sie kochen können und halt in Ruhe essen können. Und dann halt hier und da immer mal wieder Toilettenpausen etc. Wobei wir da sowieso immer noch Lümmel haben, die so oder so zur Toilette rennen und dann den ganzen Raid delayen. Übrigens für die Zuschauer so eine kleine Anekdote oder Insight. Beim letzten World First Race war es immer schön. Ich habe dann, weil ich das ja alleine noch gemacht hatte damals, habe ich es halt nicht geschafft, 13, 14 Stunden durchzumachen. Und ich habe dann Deepchats immer abends noch gesagt, schick mir bitte eine WhatsApp-Nachricht, wenn ihr ins Bett geht, weil sobald Scribe im Bett liegt, ab dem Punkt dann 9 Stunden, dann geht's weiter. Ist das so korrekt, Fabian? Sorry, nochmal? Also, du hattest mir damals immer eine WhatsApp-Nachricht geschickt, weil ich keine so lange nicht durchgehalten habe, so, ja, das ja, zu genau moderieren. Und du hast mir immer eine WhatsApp-Nachricht abends geschickt. In dem Moment, wo Scribe im Bett liegt, geht dann quasi eine WhatsApp-Nachricht an alle durch und ab dem Punkt schlaft 9 Stunden, da geht der Raid weiter. Ja, so in der Art. Ja, also es ist ganz, ganz nice getaktet. Gut, ich frage einfach mal jetzt Lenny, Senfi, habt ihr vor, irgendwie ein bisschen mehr zu raiden, sage ich mal, als so das normale Abends? Ich weiß ja zum Beispiel bei Snafu, dass ihr dann zumindest am ersten Tag, korrigiere mich, Lenny, um 12 Uhr angefangen habt und dann zumindest so einen Tag eingelegt habt, wo ihr was mehr geradet habt. Ja, das haben wir bisher immer gemacht. Das machen wir auch quasi wieder. Wir haben uns nur dazu entschieden, generell ja weniger zu raiden, hatte ich ja eben schon gesagt. Das heißt, wir haben Tage gecuttet und haben uns dafür entschieden, dass wir mittwochs nicht um 12 anfangen, sondern um 3. Und dann aber quasi eventuell eine Stunde länger raiden oder so. Weil es einfach für viele Leute, die vom Computer sitzen, einfach cooler ist und schlauer, weil 12 Uhr schon, also, ne, schon früh. Vor allem, wenn man ja vorher noch Kießen so machen will. Das hat halt, wenn man dann weniger raidet, generell einfach mehr Nutzen quasi.
Wie sieht das bei Snapo am Wochenende aus? Macht ihr da auch ein bisschen eher? Habt ihr da irgendeine Absprache? Nee, am Wochenende gar nicht. Also wir raiden Freitag, Samstag gar nicht. Und sonntags haben wir bisher immer um 17 Uhr angefangen, haben dann aber auch eine halbe, dreiviertel Stunde Pause gemacht, was dann im Endeffekt halt nur letztendlich eine Stunde mehr raiden war. Ob wir das, diesen Content jeden Sonntag so machen, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, weil wir gesagt haben, wir gucken mal, wie es ist. Vielleicht in der ersten Woche gar nicht, weil Keys halt so viel Value haben. Deswegen mal schauen. Aber ja, das ist halt, im Grunde ist der Sonntag, dass wir früher anfangen, nur dafür da, dass man halt, keine Ahnung, sonntags ein bisschen so dann kochen kann und einfach so. Weiß nicht, sonntags ist so ein Tag in der ersten Woche, da macht man halt wahrscheinlich meistens sogar schon Splits. Und oder noch oder wie auch immer. Und dann ist es halt ein bisschen entspannter alles, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat an dem Tag. Ja. Herb, wie sieht das bei Untitled aus? Weil ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, erste Mystic ID ratet ihr 6 Tage. Ich weiß, dass ihr früher auch mal Daytime geratet habt. Habt ihr da irgendeine Absprache oder gilt einfach bei euch so diese Regelung, wir raiden einfach so, wie wir Bock haben? Wie sieht das bei euch aus? Du meintest ja, ihr habt euch ein bisschen umstrukturiert. Oh ja, also die Daytime-Frage kann ich dir gar nicht antworten. So lange bin ich hier noch gar nicht. Also in der Zeit, seitdem ich hier bin, halten wir uns an Raid-Zeiten. Das ist einfach von 19 bis 23 an den 4 Tagen, die wir haben. Und dann ziehen wir einfach unser Ding so durch. Okay, ich hatte jetzt nur vorher mal bei euch geguckt, auf WoW Pogis, sei mir bitte nicht böse, steht halt noch 6 Tage in der ersten ID, deswegen hatte ich gefragt. Also, ja, wenn das ist nicht richtig. Macht, dann... Wir machen nur 6 Tage, 19 bis 23, kein Daytime, kein Overtime, gar nichts. Okay. Gut. ja, Zenfitaira, wie sieht's bei Northland Sky aus? 4 Tage, bleibt dabei ganz entspannt oder vielleicht am Wochenende mal, wenn Leute Bock haben, ein bisschen Gas geben? Also wir bleiben dabei, wir bleiben bei den 4 Tagen, wir rennen ja eh nur 3,5 Stunden pro Tag, also von 19.30 bis 23 Uhr, bleiben wir uns auch treu. Was halt passieren kann, was letzten Content passiert ist, dass wir Ashara dienstags gekillt haben, also da hatten wir einen einzigen extra Raid-Tag. Eieiei. Da haben wir eine Stunde extra geradet, aber... Eventuell passiert das nochmal, aber so extra samstags, freitags oder sonst so extra einen Raid-Tag dienstags einbauen, werden wir nicht machen. Definitiv nicht. Okay, haben wir nie gemacht und das werden wir auch so beibehalten. Okay, ich bin mir ganz sicher, die Overtime-Police wird das auch auf Twitter und anderen Social Medias ganz, ganz... Wir haben ja nur die Raid-Zeit vorgezogen vom Farm, ne? Ihr müsst euch vor mir nicht rechtfertigen, Tür. Doch, erklär nochmal, genau. Ich will das nochmal hören. Habe ich gut gelacht. Also ich glaube, wie gesagt, die Overtime Police wird da ein Auge drauf haben, ne? So. Gut, ja, lasst uns ein bisschen über Klassen reden. Das ist halt immer etwas, was die Leute immer extrem interessiert. Ich fange einfach mit Next mal an. Du hattest ja schon so eine kleine Abneigung gegen Shadows. Ja, ja. Fabian, beruhig du das gleich auch noch? Ich hasse weil das. Das wurde nämlich heiß diskutiert bei mir. Ja, wie sieht es aus? Ich mit Tyra kann ich die Milis machen und wahrscheinlich mit Lenny bitte? Die was? Milis gleich mal durchsprechen, wer gut ist bei welchem Boss und so. Tyra, beruhig dich. Er kennt nur Islands. Der kennt nur Rogues, der kennt gar nichts anderes. Ich kenne nicht mal Rogues, das spiele ich nichts von. Ja, ich komme mal zu den Ranges. Also, ja. Genau, zu den Ranges. Also was gut ist, was nicht so gut wird, was so deine Einschätzung. Ja, also zum Thema Shadow. Shadow wird halt extrem runtergedreht, weil Shadow auch im Moment einfach schon sehr, 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 sehr gut skaliert. Und Shadow allgemein eine Klasse ist, die schon immer gut mit Secondary Stats skaliert hat. Wird sich, denke ich, so, fest oder der Nerf wird sich halt zeigen, indem Shadow als Single-Target nicht mithalten kann. Und du hast halt mit Vex, Siona, mit Radenn und vor allen Dingen aber auch mit Carapace 3 Bosse, die eine lange, schwere letzte Phase haben, die pur Single-Target ist. Und da ist Shadow schon nicht so nice. Ich erwarte, dass wir sehr viele Mages, gerade für Carapace, sehen und sehr viele Warlocks Richtung Endboss. Beziehungsweise Warlock sieht bei sehr vielen Bossen sehr gut aus. Mage sieht aber auch sehr gut aus. Ich kann mir noch vorstellen, dass man gegebenenfalls mal 1 bis 2 Boomer sieht. Elish Shaman weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ja, und Hunter ist, glaube ich, situativ. Ich glaube, Method spielt ein
Wir haben zwei, Hunter und Eulen sind so basically die, die alle Sonderjobs übernehmen werden. Eule ist mit Procs gut, ohne Procs nicht so. Und Hunter ist vom Class-Design her, glaube ich, auch okay. Also Hunter kann halt alles im Movement machen, typischer Hunter halt. Aber ich glaube, an Mage und Warlock kommt nichts dran, ne? Gerade beim Endboss wird Warlock King sein. Ich glaube, bei Vexiona Raden und Carapace ist Mage King. Aber ja, die beiden Specs heben sich halt schon eine ganze Ecke ab. Nicht zu sehr hervorheben, ich möchte nicht mehr genannt werden. Wir können gleich mit Herb, du spielst Schurke, richtig? Oder wahrscheinlich als Alt Herb? Nee, ich spiele Rogue als Main Class, ja. Okay, dann können wir Warlock als Alt. Genau, dann können wir dann gleich dann noch über die Melees gehen. Lenny, was ist im Moment deine Klasse, die du spielen wirst mit dem nächsten Content? DH. DH, wunderbar. Dann können wir gleich noch in die Melee-Sektion gehen und können zumindest mit Fabian noch ein bisschen über die Ranges reden. Ein, zwei Boomer hatte er gesagt, ein Hunter bei Method, das wird wahrscheinlich wieder Roger Brown sein, würde ich von ausgehen. Ja. Ja, da wird sich nicht verändern. Wie ist deine Einschätzung? Sei bitte jetzt nicht zu hart zu den Shadows, sondern so generell. Gehst du da mit dem, was Next gesagt hat, konform? Eins war Boomer, Mage, Warlock ist eh immer so. Na, bei mir mit den Shadows ist sowieso. Ich glaube, die Klasse ist gar nicht so schlecht, wie es manche annehmen. Nur weil sie auf dem Papier lesen, die werden so und so viel genervt. Aber die Leute, die sie spielen, sind ein bisschen, ja. Ist das cool? Sagen wir mal so, wenn Shadow gut ist, wird immer rumgehort. Und wenn schlecht ist, nur rumgecried. Ich spiele nie fürs Team. Du bist aber ein bisschen, glaube ich, muss ich jetzt da auch zum sagen, um alle Shadows da draußen ich mein zu nehmen. Alle. Es geht mir nicht um irgendwen speziell. Es sind alle. Sie wollen alle, immer ja. Multidotten als Single-Target-Gain herauskristallisieren, was gar nicht stimmt. Okay. Okay, aber jetzt können wir seriös werden. Und nein, ich habe auch schon Wicklund im Chat gelesen. Es geht nicht um Wicklund hier. Aber ich stimme Next auf jeden Fall zu. Mage und Warlock sind so die Tier 1 Klassen. Was Ranges angeht, da kann man eigentlich nicht zu viele von haben. Sofern sie halt die Klasse so stark lassen. Warlock natürlich als Destro beim Cleave und Affliction sogar vielleicht im Single Target. Bei Mage ist halt Fire. Hunter wahrscheinlich nur ein. Wir haben zwar natürlich mehrere prepared, aber Hunter hat irgendwie nichts, was ihn so speziell macht. Und ja. Sah jetzt auch nicht so prickelnd aus auf dem PTA. Ich finde Edler generell auch sehr schlecht. Hat auch nichts Spezielles. Hat irgendwie nichts, was er besser kann als irgendeine andere Klasse. Boomkins könnten bei ein, zwei Bossen gut sein, wie er schon gesagt hat. Wir haben ja auch zwei. Gibt's noch irgendwas anderes Range-mäßiges? Ich glaube nicht. Shadow vielleicht einer. Hier und da mal. Aber ist jetzt, glaube ich, auch keine Klasse, die wir einfach so mehrmals mitnehmen würden. Generell preparen wir halt schon die Hexer und die Mages. Ich hatte eigentlich gehofft, Senfi, du warst früher doch Wiederherstellungsschamane, richtig? Warte mal. Hast du? Genau. Uff, jetzt. Nee, ganz ruhig. Nee. Der kann nichts aus der Eule. Tyra, bitte. Ich bin seit. Was weiß ich? Seit Cataclysm bin ich Eule-Main. Und jetzt spielst du Mage? Eule, nein. Mage ist mein Twink. Ach so, okay. Ah, ja. Dann, ich hatte eigentlich gehofft, mit dir ein bisschen über Healer reden zu können. Verdammt. Nee, kannst vergessen. Healer ist doch immer easy. Healer ist echt easy. Ja, Palad ist sie. Ja. Nix. Das reicht schon, hör auf. Ja. Okay, ja, gut. Senfi, möchtest du gerne noch irgendwas sagen bezüglich den Klassen in kommenden Raid, was Ranges angeht? Ich meine, Ranges haben die anderen schon das Wichtigste gesagt. Das ist halt wirklich Warlock und Mages, die halt meiner Meinung nach auch over the top sind. Und danach sehe ich halt schon meiner Meinung nach die Eule. Hunter dann halt situativ. Aber wir haben zwei Hunter im Kader, wir haben drei Eulen. Also wir sind auf jeden Fall, also ich denke, wir sind im Range-Bereich sehr gut prepared. Wir haben halt drei Warlocks, drei Mages. Wir sind eigentlich, denke ich, wirklich gut. Die, was das Ganze angeht. Okay, jetzt haben wir dann noch zwei Schurken und einen Dämonenjäger hier. Ja, Lenny, wie sieht's bei dir aus, was halt so die Nahkämpferfront angeht? Klar, Dämonenjäger müssen wir nicht reden, wird immer, egal was passiert, einem Raid sein.
Sonst klappt das eh nicht. Wie sieht das mit anderen Klassen aus? Hast du Hoffnung vielleicht für einen Feral-Druiden oder vielleicht einen Verstärker-Schaman oder sowas? Oder ist leider, zumindest was die Top-Raider weltweit angeht, ne, da müssen wir natürlich direkt auch sagen, Freunde, ihr dürft alles immer spielen, was ihr wollt, solange ihr Spaß habt und wild seid. Wir reden hier wirklich von den Top-Gilden, die im World-50er-Bereich unterwegs sind. Lenny, wie sieht's da in der Midi-Front aus? Ja, also bevor du Enhancer und Feral gesagt hast, wollte ich eigentlich sagen, dass bei den Melees tatsächlich das so aussieht, dass tatsächlich alles gut ist, außer halt Feral und Enhancer. Man kann es halt natürlich spielen, so wie du selber gerade gesagt hast, jetzt nicht so schlecht, aber ich glaube, Enhancer ballert tatsächlich ein bisschen, aber weiß nicht, wie das mit Azeroth ist, aber bei den Melees ist tatsächlich alles ganz gut, also Warrior ist ganz gut. Ich habe auch gehört, dass DK ganz gut sein soll. Ich weiß nicht, woher ich das gehört habe. Also soll ganz okay sein. Ja. Nee, DK wird tatsächlich ganz gut. Also in dem Content ist es halt so, dass du halt bei vielen Bossen sehr viel Cleave hast. Also in den meisten Fällen so kleine Ads. Ich glaube, Carapace hat das. Enzoff hat das mehr oder weniger auch in diesem Delirium Realm oder so, wo man da rein muss. Keine Ahnung, wie das heißt. Diese Vision, wo man zwei Targets cleaven kann. Und also es ist halt gut, alles zu haben, was quasi passive cleave. Zum Beispiel DK macht halt super guten Single-Target-Damage und hat halt Dragon und so ein Breath und so ein Blödsinn. Das ist halt alles relativ stark. Also ich glaube tatsächlich, dass man könnte drei D-Ages spielen, man könnte drei Warriors spielen, man könnte drei DK spielen, wenn man das will. Und Rogue ist natürlich auch gut. Ich glaube, nur Rogue ist halt, ich weiß nicht, wie viele Rogues man mitnehmen wird. Wir haben zwei. Ich glaube, das ist auch so ganz okay. Ich glaube, Rogue hat so ein bisschen so einen kleinen, so eine Gap, weil er nur Single-Target machen kann, basically, weil du halt immer Azerite und so ein Blödsinn brauchst, wenn du umspecken musst und Waffen und so ein Quatsch. Deswegen denke ich, dass du Rogue nur für Single-Target mitnimmst. Aber ja, du kannst theoretisch eigentlich alles spielen, meiner Meinung nach. Billy sieht tatsächlich sehr gut aus, alles. Retri auch fein, einen zumindest? Ja, hat Bob und alles ist im Raid ganz so gut tatsächlich, aber du kannst einem, ich weiß, also wir nehmen keinen mit. Ich glaube aber, dass es tatsächlich nicht super schlecht ist, wenn man einen dabei hat. Also es ist auf jeden Fall noch über Enhancer und Feral. Herb, Tyra, ihr seid ja beides Schurken. Wie seht ihr das? Ein, zwei Schurken gehen immer, sagt man, ne? Weil sie einfach die Überlebensklasse schlechthin sind mit Mantel der Schatten, mit Finte und so weiter und so fort. Was ist da so eure Einschätzung bei den Melees? Willst du anfangen oder soll ich? Mach mal ruhig. Ich rede dir alles nach am Ende. Ja, ich denke bei den letzten Bossen hat es gar nicht so viele Melee-Slots. Also gerade bei Carapace, glaube ich, da nimmst du gar nicht so viele mit. Ja, Rogue wird halt wieder so sein wie eigentlich immer. Den nimmst du nur zum Single-Target Blasten mit. Also dann als Assa-Rogue. Ansonsten, ich denke, beim Endboss, Frostika könnte echt ein bisschen Value kriegen, je nachdem, was halt P3 abgeht, aber ja, ansonsten, so die Top 4 eigentlich sind eigentlich so wie immer DH, Warrior, Rogue und halt jetzt mittlerweile DK, ne? Und Retri halt nischenmäßig, ne? Ja, um es ähnlich zu sagen wie bei ihm. Wir haben auch Melee-Klassen, haben wir jeweils so gesehen eine vorbereitet, außer Rogues haben wir zwei. Also Rogue, DH, DK, Warrior und wie er schon sagte, der Rest ist sehr Nische alles. Okay. Ja, ihr seid aber sehr gutmütig gegenüber den Melees. Ich weiß nicht, ob das ist, weil ihr das selber spielt oder ob ihr ein bisschen delusional seid. Also nicht delusional, aber ich weiß nicht. Ich fand Melees jetzt echt nicht so das Gelbe vom Ei. Vielleicht sieht es next so wie ich. Okay, einer von euch hat es ja auch gesagt, bei den Endbossen eher nicht so viele Melee-Slots, aber ich meine, jetzt DK ist jetzt nicht Katastrophe oder Retri, aber ich finde jetzt auch nicht so krass. Vor allem, nee. Wenn man sich jetzt mal anschaut, hätte jetzt gar keiner Corruption oder jeder die gleichen Corruption-Items, finde ich, nimmt man eigentlich fast keine Melees mit. DH, finde ich, sticht noch so am meisten raus. Den könnte ich mir vorstellen zu stacken, aber Schurken? Ich fand nicht stacken. Ich habe ja gesagt, maximal so 4 Melees, ne? So, außer jetzt für irgendeinen speziellen Job finde ich Schurke eigentlich schon sehr meh. Halt. Nogga ist ja auch im Chat, vielleicht hat er auch was dazu zu sagen, aber ich fand Melis jetzt eigentlich nicht so toll. Also ich glaube halt, dass du vom Boss-Design einfach Schwierigkeiten bekommst, so viele Melis mitzunehmen, weil
basically müssen die Rangers die Mechaniken spielen. Und du hast halt bei Carapace eine Mechanik, die ja dich 10 Yards voneinander wegstehen lässt, wenn die ab ist, und dann mach mal Damage mit 6 Millis oder mehr, das geht halt nicht. Und du hast dann auch noch die, wenn du Holy Pally spielst, die wollen ja auch noch einen Boss hauen. Also der Platz halt eng, ne? Also Ilginoth ist super bad für Millis. Raden geht. Vexiona, I guess, ist auch ganz gut, aber dann Carapace ist meh. Und beim Endboss weiß ich nicht, ja. Also ich sehe es ein bisschen besser für Millis als Fabo vom Outcome her, was sie dealen können. Aber von den Mechaniken her sehe ich auch halt den Platz ein bisschen begrenzter. Aber ja. Ja, auch einfach, wie die Bosse getuned sind. Ich meine, klar, bei einem Raden hast du immer mehrere Adster, vielleicht Frostige, relativ krass. Ja. Aber ansonsten fand ich halt generell, ist der DH so der einzige Melee, der wirklich gut aussieht. Ja, ich habe ja noch meinen Warrior. Der ja, okay, den nimmt man so oder so mit. Aber rein schadenstechnisch sah der jetzt auch nicht unglaublich krass aus. Nee. Also und dann, wie gesagt, Schurke sah schwach aus, fand ich. Verglichen, wie es sonst ist. Enhancer, Windwalker, Feral braucht man nicht mitnehmen. Rätsri ist immer gut im Progress, weil Leute so oder so sterben. Oder man macht sie gut und lässt jemanden extra sterben für irgendeine Mechanik. Die sind immer so eine Nische. Auch mit dem Bob und Leon Hans, die können immer mal ganz gut sein. Aber ja. Ja. Also man vergleicht es halt dann auch mit Fire Mage und Death Warlock, ne? Und die Klassen sind halt schon out of hand. Und das ist halt das Problem. Das ist ja sowieso klar, ne? Ja. Also ich meinte nicht, dass man 8 Millis mitnimmt. Ja. Ich meinte nur, dass ich, meiner Meinung nach, ist DK Warrior und DH ich bin dabei, alles relativ close. Ja. Und Rogue ist halt nur Single Target. Ja. Aber man kann halt lieber 8 Mages spielen, anstatt halt 2 Millis mehr mitzunehmen. Ja. Das ist halt sowieso so. Die Warrior könnten vielleicht interessant werden bei den langen Execute-Phasen. Wobei Warrior Execute ist halt jetzt auch gecapped, sag ich mal. Ist jetzt auch nicht so krass. Da kannst du auch einfach einen anderen Fire Mage mitnehmen. Und die scorchen dann auch rein. Also ist halt auch wieder die Sache. Aber ich glaube, dieses Mal kommt es auch viel darauf an, wer kriegt welche Corruption-Items, wer lagt hier rein, wer lagt da rein. Und generell derzeit, Corruption-Items sind immer noch nicht wirklich getuned. Du hast das eine Trinket, Psychic Shredder, das selbst Millis mitnehmen, obwohl es Int als Stat hat. Hm. Also derzeit muss man sagen, jede Klasse könnte OP sein, wenn es die richtigen Items lootet. Gut, gehen wir dann noch, wir haben ja noch Healer übrig, Nex hat ja gerade schon gesagt, Dissi und Holy Paladin, so wie man es halt auch so ein bisschen vom letzten Raid kennt. Keine Chance für einen Schaman vielleicht wegen Utilities, Angtotem, Spirit Link, vielleicht irgendwie Druide wegen Hotz, Schrägstrich Monk, Holy Priest, was ist es damit so? Gar keine Chance? Also, ich würde sagen, dass wir einen Schaman schon sehen können. Ich glaube, also es gibt bei Raden eine Mechanik in der Last Phase, dass wenn du jemanden komplett voll heilst, dass er tot ist. Da kriegen ein paar Leute einen Debuff und die dürfen dann 30 Sekunden nicht auf Max HP kommen. Für so ein Szenario ist Shaman eigentlich immer ganz gut, weil der die Leute halt schon mit Healing steady vollpumpt, aber nicht so overhealt. Ich glaube schon, dass Shaman einen Spot hat. Druid kann ich mir auch bei einzelnen Bossen vorstellen. Aber ja, overall ist halt der Reduce von Dissi und Paladin super stark. Dann hast du noch den Damage-Output von beiden Klassen. Es ist halt schwierig, damit zu competen. Und Monk haben sie, glaube ich, im Single-Target-Healing extrem gebufft, was den Richtung PvP extrem stark macht. Aber halt den AOE-Krams gar nicht angefasst, was es halt worthless macht. Und ich glaube, es kostet auch zu viel Mana im Vergleich. So Monk ist halt komplett hinten rüber. Und ich glaube einfach nicht, dass du im Progress, wenn du dich auf den Boss komplett einspielst, Holy spielen wirst, weil du vom Timing her und Healing-Setup es immer hinkriegen wirst, dass die Distis halt ihre Ramps kriegen. Und dass du dann die schwierigen Parts wegheilst. Und wenn du wirklich steady lange Healing pumpen musst, dann ist Shaman schon ziemlich decent. Aber ja. Wie sehen das die anderen? Senfi so vielleicht? Hast du da noch bezüglich als Gilden-Raid-Leiter noch irgendwie? Wir sind ähnlich. Also Pala, die werden wahrscheinlich nicht schlagbar werden. Muss man dann halt schauen. Ich meine, wir haben auch einen Monk, theoretisch. Der aber auch Pala Twink hat, deswegen, ich sehe da, wenn dann eher den Pala, als wenn dann überhaupt den Monk. Und
Schwierig, schwierig. Also das als eine Klasse, die keinen wirklichen Reduce hat, da mithalten zu können, ist einfach zu hart. Und Kami sehe ich dann halt wirklich auch nur, wenn es dann halt irgendwas zu abusen gibt mit einem Ankh-Totem oder mit einem Spirit Link, was halt auch eine relativ unique Mechanik ist. Und sonst sehe ich den Chami halt auch nicht. Okay, aber nochmal ganz klar zu sagen, wir reden hier wirklich von den besten 60 Gilden der Welt. Ihr dürft natürlich trotzdem spielen, was ihr wollt, liebe Zuschauer. Nicht, dass jetzt hier der eine oder andere einen Herzinfarkt kriegt und jetzt unbedingt rerollen muss, weil Druide Monk geht gar nicht. Gehen wir noch einen kleinen Blick auf die Tanks. Dadurch, dass ihr jetzt alle DDs spielt, möchte jemand da was zu sagen? Ich weiß, klar, ihr habt alle so ein bisschen Vorstellung, worauf wird es hinauflaufen? DK, Tank, ich sag mal Brewmaster Monk. Baumeister, danke Fabian. Ja, MDI lässt grüßen. der Brewmaster Monk und der DK Tank, das sind so die way to go. Was ist vielleicht mit dem Guardian? Ist okay. Also Guardian ist eigentlich besser, als viele Leute ihn darstellen. Aber ich meine, wir haben es ja schon gesagt, Windwalker ist eher nicht so dabei, gleich mit Mistweaver. Von daher brauchst du halt einmal den Monk-Debuff. Nimmst halt einen Braumeister auf jeden Fall mit. Dann hast du halt viele Bosse, wo der Todesritter krass sein wird. Hast du den da schon den zweiten Slot mitgefüllt oder du nimmst halt einen zweiten Brewmaster mit. Yep. Also das war was. Ich muss es einfach fragen, weil ich versuche mit den Leuten immer so ein bisschen noch. Was ist, weil sonst fragen sie nachher eh wieder. Was ist mit Dämonenjäger-Tank? Was ist mit einem Protection Paladin? Was ist mit dem Krieger? Ja, ich meine, Paladin sind wir halt das Experiment Slootback, ne? Müssen wir gucken, wie es geht. Aber wahrscheinlich wieder nicht. Ich meine, es funktioniert immer irgendwie. Aber es ist halt nicht das beste Line-Up. Ich meine, jeder, wenn irgendwer bei sich selber in der Gilde einen Vengeance DH als Tank hat oder einen Protection Paladin, die werden auch den Raid clearen. War es dann wirklich im Endeffekt die beste Choice? Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, kein Tank ist jetzt so eine Katastrophe, dass du die nicht mitnehmen kannst. Ja. So, Brewmaster ist immer so der Tank, der wahrscheinlich am einfachsten ist und du die meisten Fehler vermerzen kannst. Und Todesritter halt einfach eine gute Utility für den Raid, der jetzt kommt. Du brauchst nicht wirklich die Interrupts vom Parler und oder die Bubble oder sonst was. Den Off-Fail auch nicht. Ich weiß gar nicht, was Guardians Nische ist heutzutage, außer gut in Arena. Ich wollte es auch nicht. Dann Vengeance. Hat den Grip, aber ja, den hat der DK ja auch. Silence wirst du, glaube ich, auch nicht brauchen. Ja. Verschmerzen, ich habe mich versprochen. Sorry. Der Chat war heute auch wieder gut am Start. Weiß ich. Okay, was so, wir können so langsam mehr oder weniger in Anführungszeichen Richtung Ende kommen. Ich würde nämlich dann gerne gleich mit Next noch ein bisschen das Krefeld-Event besprechen. Dass wir da der Community noch ein paar Insights geben. Was ist die Hoffnung der Mystic-Phase für euch? Also, ich finde das immer so ein bisschen problematisch, wenn das interne Raid-Test-Team von Blizzard Sachen testet und niemand anderes die testet. Da bin ich ganz ehrlich, ich erinnere mich an solche Sachen wie zum Beispiel Legion-Start-Content in Emerald Nightmare, der Endboss, solche Sachen. Oder zum Beispiel dann halt das Gegenteil davon in Tomb of Zagras, Kil'jaeden Endboss, der ja völlig out of control war. Was ist so die Hoffnung bezüglich der Mystic-Phase von euch? Ich fange mal an. Also, das ist halt schwierig. Also, ich vergleiche den letzten Boss immer so ein bisschen mit Gul'dan, weil ist auch ähnlich wie auf Heroic. Da hat man, man skippt halt auf Mythic quasi die Heroic Phase 1 und startet quasi direkt mit Phase 2. Ich glaube, lore-technisch könnte es passen, dass wir eine Corrupted World Soul haben, dass man basically dann einen neuen Boss fightet, was, glaube ich, nicht schlecht wäre, dass man actually mal einen Boss fightet, weil irgendwie bei den Soth kämpft man nicht so wirklich gegen den Octopus oder was auch immer er ist, aber ja, ich würde erwarten, dass es sich ähnlich wie Gul'dan darstellt, dass du halt ja, einen neuen Mob hast, aber Gedata meint es noch nichts. Ja, gerne Spekulationen der anderen, Lenny. Ja, also ich muss das tatsächlich teilen. Ich finde es auch cool,
wenn tatsächlich da eine Phase kommt, wo wir einen richtigen Boss fighten. Weil das hatte ich ja eben schon mal bemängelt quasi. Das finde ich irgendwie nicht so cool. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber ist meistens irgendwie, ja, jetzt einfach nicht so geil tatsächlich. Aber ja, man weiß nicht, was da kommt. Ich habe ein bisschen Angst, dass da irgendwas kommt, wo man sich denkt, oh, nee, Alter. Aber solange keine Unfälle mit Autos passieren, ist eigentlich alles cool da. Also ich würde mich freuen, wenn es da noch einen extra Mob gibt, halt irgendwie Corrupted Worlds, was Nex gesagt hat, oder ich weiß nicht, was da lore-technisch noch so reinpasst. Ja, mir wurde auch gesagt, wir fighten gegen Azeroth, die Titan Essence. Ja, Planeten Essence. Muss ja auch irgendwie kommen, ne? Jetzt wird die ganze Zeit Azeroth gequatscht, dann passiert irgendwie nichts und dann kommt Shadowlands. Also so, ne? Ja, letzte Zeit hatte ich nicht so viel Zeit, die Bücher zu wälzen. Die ja, Lore, deswegen nicht, aber bin ich da ein bisschen behind. Also, ich höre die ganze Zeit nur Azeroth, Azerite und wäre aber auf jeden Fall passiert nichts. Wäre auf jeden Fall mal Zeit. Also wir haben ja die ganze Expansion schon darauf gewartet, eine Mythic Only Phase zu haben. Ja. Und bis jetzt. Gab keine, ne? Man muss ja sagen, die Expansion waren die Endbosse, finde ich, relativ ernüchternd. So, von der Action her. Goon war jetzt nicht so krass. Jaina war jetzt nicht so krass. Oder jetzt auch Ashara. Von daher wäre es mal ganz nice, einen guten Boss zu haben. Ja. Oder sagen wir mal, ein Highlight. Die waren jetzt alle nicht schlecht, aber ja, jetzt auch nicht so wie Arkimon und Last Phase. Ja, so Lore-Hintergrund wurde ich mal von einem Guildmate instruiert, dass oder in Kenntnis gesetzt, dass der Ultimate Purpose von Soth wohl das Corrupten der World Soul ist. Von daher wird das ganz gut passen. Aber bin gespannt, wann wir Starter-Mind kriegen, weil August hatten wir, glaube ich, auch im PTR, ne, dass der rot war und das Last Phase so ein bisschen anders war und dass die Ketten da waren. Ja, man kannte, glaube ich, ja, die Mechaniken schon vorher. Und jetzt wissen wir halt basically gar nichts. Und ich bin gespannt, ob sie es machen, wenn ihr Richtung Last Phase kommt, Fabo, oder ob sie es jetzt mit dem Patch irgendwie draufspielen, dass man es irgendwie Data meinen kann, aber Ich glaube, sie lassen das schon extra so im Dunkeln. Ja, ich glaube es auch. Finde also ich auch gut. Jetzt vor allem mit den Events und dieser flashy Effekt. Mhm. Ich hoffe halt, dass es nicht so wie Gul'dan wird, weil die Gul'dan-Extra-Phase fand ich relativ schlecht. Ja. Ich habe sie dann lieber wieder die Bosse so tun, dass sie ein bisschen schwerer sind am Anfang und dann halt wie bei Ashara dann relativ fix nerven, sodass die Gilden dann nicht zu viel Zeit verlieren, wenn sie einen Vorsprung hatten. Aber das ist halt immer noch besser, als wenn die Phase direkt zu einfach ist. Weil Gul'dan, die letzte Phase, ist ja Exorcist oder dann hat auch Serentium Method relativ schnell durchgekommen. Ja. Ja, und es war halt nicht so nice, ne? War halt am Ende einfach nur ein Boss kloppen. So vom Design her. Ja, so ein Fake-Illidan, ein paar Parasiten, keine Ahnung. Ja, sie müssen es halt. War nicht wirklich was Innovatives. Ja, ne? Sie müssen es halt hinkriegen, dass es halt so, ich sag mal, ein Herzschlag-Finale ist, dass es halt cool ist, ne? Und wenn du es halt wie Method halt machst, so, dass du halt immer einen Boss umballerst, weil du einfach viel zu viel Damage für die Phase hast, dann, ja, das ist halt nicht so spannend. Ich meine, ist halt auch eine gute Opportunity mit so einem Boss. Ja. Also in Soft, dann, wie gesagt, diese World Essence und so, da kann man halt was Episches mitmachen. Vor allem, weil danach gehen wir in Shadowlands rein mit diesem komischen God of Death und sowas. Mhm. Von daher, da geht schon was Gutes. Senfi, Herb, Tyra, wollt ihr noch irgendwie? Nein, ich von mir nichts dazu zu sagen. Also dadurch, dass halt wirklich nichts datamined wurde, kann man nur spekulieren und da bin ich ganz schlecht mit, keine Ahnung. Ich kann auch nicht wirklich zu sagen. Also ich hab wirklich gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung von Lore, deswegen. Dann würde ich die Frage an Tyra weitergeben, der ist ja Experte. Ja. Ja, ich denke, einfach ein gutes Video nochmal machen. Du willst Cinematic mit Sylvanas da und dem Lich King, ich fand das richtig Bock. Ein gutes Cinematic, eine gute Lore am Ende nochmal reinklatschen und dann passt das schon, ne? Any Poggies in Chat? Der war doch Galor, nicht? Fand ich nicht, dass. War gut. Nee, der war gut, muss man sagen. War besser als die Expansion Features. Oh. Gut. Any Island Boys. Ja. Alles gut. Gut, wir wollten es heute ja extra nicht so lang machen, hatten wir gesagt. Ich hoffe, dass wir in dieser trauten Runde uns nach dem Progress nochmal wiedersehen. Möchte mich natürlich direkt bei euch allen bedanken. Ich werde natürlich gleich nochmal fragen, ob jemand noch was sagen möchte. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr euch wieder für die Community die Zeit genommen habt, das Ganze hier Fragen zu beantworten. Und so ein bisschen Ausblick zu geben und eure Expertise bezüglich des Raides, Klassen und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank für die Zeit.
Wir machen jetzt die Verabschiedungsrunde und danach würde ich dann, wie gesagt, gerne noch ein wenig über das bevorstehende Highlight von der Version reden, von unserer besten deutschen Gilde, was uns denn in 2 Wochen in Krefeld erwartet. Ich würde sagen, ihr dürft natürlich gerne gleich da noch bleiben und auch eure Meinung dazu abgeben, aber dass wir, sage ich mal, den Talk, was halt nur die Instanz angeht, erstmal beendet haben, würde ich sagen, wir machen das immer so, dass man halt am Ende noch irgendwie wen grüßen kann oder so, dieses obligatorische Fabo, wenn du anfangen möchtest. Keine Ahnung, danke für den Support schon mal, den wir dann wahrscheinlich im World Race bekommen werden. Ich hoffe natürlich, wir machen wieder die Raute. Aber sonst zu grüßen habe ich jetzt keinen. Viel Spaß auf jeden Fall an Nex und seiner Version, Jungs. Das erste Mal bei so einem Live-Event. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Macht sehr viel Spaß. Denk nur dran zu duschen jeden Morgen. Und die Vanilla Coke Zero wegsperren. Ja, der Jimmy kann manchmal mit dem Kühlschrank leer machen. Ja. Herb. Ja, ich danke erstmal, dass ich hierbei sein durfte, der Einladung mehr oder weniger folgen konnte, auch wenn ich echt schlimm vorbereitet bin. Und guter Letzt will ich natürlich Termex danken. Ohne ihn wäre ich jetzt nicht da, wo ich gerade bin. Ich danke dir auch, und das meine ich ehrlich, du warst beim ersten Mal dabei. Top, vielen Dank, dass auch jemand bereit erklärt hat, von Anteil Spatchy dabei zu kommen. Ich bete ja immer noch zum Raid Talk Gott, dass irgendwann der Traum wahr wird und wir vielleicht jemand von Hope in Despair hier noch begrüßen können. Also ja, vielen, vielen Dank, Herb. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Lenny. Ja, was kann ich für dich tun? Du kennst das schon, bis auch seit ein paar Jahren dabei, die übliche Verabschiedungsrunde. Ja, ich sage immer irgendwas Lustiges hier, Citrus genau. Hier, Citrus da, ich habe nichts zu grüßen. Ich freue mich, dass wir das hier gemacht haben und wir haben nicht viel zu sagen, alles gut, war okay. Ich wurde ja ein bisschen genötigt. Das stimmt, von mir. Ja, ein Urgestein, wurde mir gesagt. Ja, hat denn, ganz kurz für mich, hat es denn geklappt heute Abend? Nee, wurde abgesagt. Ich bin heute Morgen krank geworden und dann wurde es auch noch abgesagt und es ist alles nicht so cool. Okay, aber dann vielen Dank. Aber alles gut. Zeit gut. Genau hast. Ja, Senfi, Taiwa, ihr beiden im Doppelpack. Taiwa, darf anfangen. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass noch mal einer von Untitled da ist. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Na, ist immer gut, wenn man mehrere Gilden vertreten hat hier. Ansonsten wünsche ich natürlich Messert viel Glück, gerade den Deutschen dort, dass er da wieder ein World First holt. Aversion viel Glück, dass die in die Top 5 kommen. Wäre schon ziemlich Pock und ich hoffe einfach, dass alles gut läuft mit dem Aversion.de-Kanal, mit dem ganzen Race und dass sehr viele Leute da Bock drauf haben und dementsprechend supporten und dann mal ein bisschen Stimmung machen. Ne? Ja, gut gesagt. Sehe ich ähnlich. Also ich wünsche auch auf jeden Fall allen deutschen Gilden sehr gut Glück. Und auch natürlich wieder Method, dass sie es wieder schaffen, World First zu holen. Das ist natürlich auch Aversion nochmal, dass ihr euer erstes Mal da live, vor allem das Daytime Rain, dass ihr das gut übersteht und auch alles läuft bei euch und vor allem dann halt auch noch das mit dem dort streamen. Schwierig, aber ich hoffe das Beste dann. Natürlich, ansonsten grüße ich Northern Sky, meine Boys und ja, Spaß. Ja, noch ganz kurz, wenn von der Version irgendwelche Leute dann Burnout haben sollten, wir rekrutieren dann auch noch für Shadowlands, ne? Braucht dann Shadow, oder? Wir haben die Leute. Wir brauchen Tank. Okay. Tanks brauchen, was der Relo wieder healen kann. Chemo. Sekunde, Fabian, ich bin enttäuscht von Tyra. Ne, an dieser Stelle Grüße gehen raus an meine Boys von The Void. Ja, das wollte ich nur angesprochen haben. Fabo, was wolltest du sagen? Ja, wir brauchen mal auch Leute von Machtdruck beim nächsten Mal. Machtdruck? Ja, ja. Okay, kommt auf Boys. Die Liste. Eieiei. Kommt auf die Liste. Ja. Ich wollte noch was fragen. Bitte. Wenn ich darf. Wie ist denn das bei euch? Also, wir haben sowas nicht, aber habt ihr Leute, die jetzt hier am 12. unbedingt BWL zocken wollen und da nicht raiden können? Oder gibt's sowas bei euch? Also bei Fabo und bei Nex wahrscheinlich nicht, aber bei zum Beispiel Untitled, bei Herb, habt ihr da Leute? Würde mich persönlich nur interessieren. Ja, also wir hatten halt Eternal Palace, wir haben Flenny und Zekros an Classic verloren. Ah ja, das hat und, ja, und das war's eigentlich bei den Leuten. Ansonsten haben wir niemanden, der Classic spielt. Ja, ja gut. Okay, das ist aber ganz trauriges Deutschland.
Neuer Patch kommt raus und ich spiele BWL. Bei uns ist eigentlich genau, also was ist genauso? Bei uns ist halt so, dass die Leute, die Classic spielen, sehen halt trotzdem noch Retail als Prio in Raid und daher gar kein Problem. Okay, ja, cool. Nee, weil man da ja allerhand Geschichten hört, deswegen genau das, was Serb gerade gesagt hat, der Zikros zum Beispiel, der hat ja einfach dann gequittet. Was wohl abgesprochen war, aber also no hate, deswegen. Oh, ja, ehrlich, Zikros. Ja, ja. The Boy. Ja, das war's, dankeschön. Gerne. Ja, last but not least, Nex. Ja, ich wünsche euch allen viel Glück im Progress Race. Ich hoffe mal, dass Method mal wieder die Raute holt. Ich glaube, das wird eine coole Nummer in dem Studio. Ich bin gespannt, wer German 2 macht, wer wie viele Islands macht, wer wann den Raytag vorzieht. Nee, Spaß. Ich hoffe einfach, dass der Content gut läuft, dass ihr die Gruppen auch zusammenhaltet danach im Farm, weil der könnte länger werden und ja, ich hoffe mal, dass die Boss auch halbwegs Spaß machen. Und ja. Farm ist ja, das Gute im Farm ist ja, dass man skippen kann. Ja, ich wollte gerade sagen, letzter Raid, wir wollen noch gar nicht mal einloggen danach. Ja. Nur zum Sellen, die Endboss-Skillen, fertig. Ja, und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir das hier auf dem Kanal machen konnten. Danke fürs bis jetzt hosten, Kimu. Und ja, ich denke mal, wir gehen dann gleich noch in die Detailrunde für Krefeld.